Hören, nicht sehen, aber fühlen. Im Meerauwald bei Oberstaufen. Keine Angst, wir tasten uns ganz langsam voran. Vorsicht, das sind Wurzeln. Mit beiden Händen tastest du. Waldbaden, Shinrin-yoku, wird in Japan und Südkorea seit Jahrzehnten praktiziert und erfreut sich mittlerweile auch in Bayern, so wie hier bei diesen Gästen eines Naturhotels, immer größerer Beliebtheit. Wir atmen tief ein und aus. Mit jedem Atemzug wird unsere Muskulatur locker und unsere Gedanken ruhiger. Zum Waldbaden braucht es weder Wasser noch Handtuch. Gemeint ist das Eintauchen in die Waldatmosphäre. Der Wald ist die Badewanne, in diesem Fall ein Allgäuer Bergmischwald. Den bewirtschaftet Klaus Hauber, wie er es von seinem Vater gelernt hat. Er ist Bergbauer und Hotelbetreiber. Waldbaden, zwar eine für mich jetzt am Anfang schwierige Situation. Warum Waldbaden? Aber im Wald sich aufzuhalten, genieße ich immer schon. Schon als Kind, mein Vater natürlich in einer anderen Art und Weise. Aber die Gäste, die zu uns kommen, kommen aus den Städten. Die haben dieses Stück Natur, was hier total ursprünglich ist, nicht mehr um sich rum. Der Duft, die Feuchtigkeit, das Licht, das Erleben, Wald, ist schon was Besonderes. Ich möchte es gern weitergeben. Dafür aber muss der Wald gesund sein, muss gepflegt, geschützt und bewirtschaftet werden. Klaus Hauber hat einen sich stets verjüngenden Dauerwald mit Tanne, Fichte, Buche, Berg, Ahorn, Esche und Erle. Was ich jetzt gerade mache, ist das Ausgraben eines kleinen Bäumchens in einem Gebiet, wo unwahrscheinlich viel Anflug ist, also Versamung von oben runter. Ich nehme es jetzt mit und dann tun wir das an einer Plätzle hin, wo wenig Bäume sind, wo es sehr feucht ist und dort wird er weiter wachsen. Was so urwüchsig aussieht, ist jahrzehntelange Arbeit. Die Naturverjüngung funktioniert gut, aber man muss nachhelfen, erklärt Klaus Hauber gerne seinen Gästen. Und man muss in anderen Zeitdimensionen denken. Die Arbeit macht sich nicht gleich bezahlt. Man pflanzt und wirtschaftet für nachfolgende Generationen. Wäre da das Waldbaden eine neue Einkommensquelle? Mit Waldbaden an sich kann man selbst aus meiner Sicht kein Geld verdienen. Aber man verdient den Respekt der Menschen, die dann Einsicht kriegen. Und für unser Hotel ist es natürlich ideal, als ergänzendes, einzigartiges Angebot im eigenen Wald zu baden. Genau das wollen seine Hotelgäste heute Morgen erleben. Konkret geht es um Atem-, Wahrnehmungs-, Entspannungsübungen und sanfte Bewegung, angeleitet von Heilpraktikerin und Waldtherapeutin Susanne Gürtler. Wir sind heute Morgen da, um den Wald in seinem Ganzen wahrzunehmen. Waldbaden heißt, in der Atmosphäre des Waldes zu baden und wirklich alles mit all unseren Sinnen wahrzunehmen. Durch das, was Bäume, Moose, Rinde, Boden, Blätter an diese Luftebbe abgeben. Durch zahlreiche internationale Studien ist die beruhigende und gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes belegt. Die von Pflanzen und Bäumen verströmten bioaktiven Substanzen, sogenannte Terpene, sollen eine positive Wirkung auf das menschliche Immunsystem haben. Blutdruck und Puls senken und das Stresshormon Cortisol abbauen. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Waldspaziergang und Waldbaden? Ja, dass man auf neue Ideen kommt, dass man den Wald anders wahrnimmt, als ich das bisher gemacht habe. Natürlich fällt einem dann mal der Lichteinfall auf oder der Geruch der Blätter, aber das war jetzt doch schon viel intensiver gewesen. Bei Klaus Hauber hat alles angefangen mit einer kleinen Landwirtschaft und 8 Gästebetten. Über die Jahre hat er gemeinsam mit seiner Frau immer mehr angrenzende Flächen erworben und sein Hotel zu einem Naturressort mit über 60 Zimmern und 60 Hektar Fläche ausgebaut. Heute verdient mein Wald nicht mehr so viel. Deshalb bin ich froh, dass wir den Weg geschafft haben mit unseren Hotelgästen, die Landwirtschaft und auch unseren Wald zu stützen. Das sind zwar jetzt nicht unbedingt Milch und Fleisch,
Der gesunde Wald ist aber immer was wert. Das wird in Zukunft so bleiben, es war in der Vergangenheit so. Und ich wünsche mir auch, dass unser Sohn das so weitermacht. Er und sein Sohn werden auch in Zukunft im Wald arbeiten. Die Hotelgäste aber dürfen darin baden. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.